Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Deus Ex begrüßen zu dürfen. Ja, wir stehen hier an diesem Bahnhof und an der Seite ist diese Ananavere. Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir zu der laufen. We had such hopes for you and your brother. It would seem you are not as loyal as we expected. Loyalty to what Simons and agents like you have made of UNATCO? I would rather die. We are thinking the same thought. This will be easy. Primärziel erreicht. Okay, wenn wir da hinkommen, erreichen wir unser Ziel. Hatten wir nicht noch eine Dings drin? Ja, hatten wir. Bin mir auch noch nicht so sicher. Erst noch laden. Ob das so klappt, das war beim ersten Mal schon ziemlich schwierig. Okay. Und dann sind wir wieder eingesperrt. Das ist ja genau dasselbe, wie wir schon mal hatten, wenn man nicht wenn wir geschnappt werden aus Pauls Zimmer. Aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten hier. Primärziel ist auch erreicht. Sehr gut. Verdammt. Ich wollte mich doch einfach davon schleichen. Ja, kann ich da nicht rein? We had such Glück. So komme ich da nicht rein. Sind alle. Jetzt. Jetzt stehe ich wieder hier. Kann ich nicht hier die Dinger aufmachen? Herr Komal, doch, es müsste eigentlich gehen. Es geht, es ist nur ein bisschen. Pech gehabt. Ich entkomme hier. Aber sie hat mich leider gesehen gehabt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir so einfach entkommen können. Ich denke mal, auf Dauer wird es nicht gehen. Weil irgendwann werden wir auf jeden Fall geschnappt werden. Ich glaube, da haben wir gar keine andere Wahl. So. Speichern wir hier mal. Ich glaube, da ging es ja nach oben. Verschlossen, aber ich glaube, wir können das Ding nicht öffnen. Gab es da noch einen anderen Weg? Oder war das der einzige Weg hier? Muss mal nochmal schauen. Ich glaube, da gab es ja noch einen anderen Weg. Also da kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht raus. Ah, das sieht doch schon besser aus, oder? Wenn ich hier rauskommen würde... Irgendwie hänge ich hier. Ich schaffe es nicht, da rauszukommen. Also theoretisch müssen wir hier rauskommen. Endlich. So. There is no escape. You will surrender. Another peacekeeping occupation? Not any better. They expect us to take you alive. Paul is already dead. Gucken wir mal das, aber ich glaube, wir ergeben uns eher. Gut. Ja, keine Chance. Das ist keine Chance. Ich glaube, das sollten wir uns einfach ergeben.
selbst wenn wir bei ihr sie umgebracht hätten hier, wenn wir es geschafft hätten, wären wir rausgekommen und wären gegen diese Übermacht gestanden. There is no escape. Another. Not any. Ja, ich glaube, da haben wir gar keine Chance. Und wie ich sagte, in der Zelle landen wir wahrscheinlich so oder so. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ziel, Ort unbekannt, Zeit unbekannt. Ja, hallo? I came to watch you die. You're early. I've got at least 20 hours left. I was hoping the kill switch would have started. I don't feel anything. You won't be able to hide it for long. What have you done with Paul? Same as anything that malfunctions. Same as you. Ja, okay. Sind wir im UNATCO Hauptquartier? Okay. Fliehen Sie aus den Majestic 12 Gebäude. Ah, sehe nichts mehr. Könnten. Mal kurz speichern. Ah, ich komme ja nicht durch. Verdammt. Hier muss ich einen Code eingeben, aber den haben wir leider nicht. Und wir haben auch kein Inventar mehr. War ja so klar. Haben wir eigentlich noch die Schlüssel? Ja, die ganzen Schlüssel haben wir noch. Und die ganze Munition haben wir auch noch. Auch nicht schlecht. Okay. Schlagstock, perfekt. Leutnant Jackson, der versucht, das Labnet einzudringen, hat leider zu Störungen kritischer Systeme geführt. Da muss ein Großteil des Sicherheitssystems neu gestartet werden. Bis zur Beendigung der Arbeit lautet der Code zur Tür zum Gefangenentrakt 4089. Der Code ist für alle Zellen bis auf weiteres 4679. Alles klar. Okay. Schauen wir mal, ob er da... So, werden wir wahrscheinlich entdeckt von der Kamera, genau. Das bringt also nichts. Da müssen wir uns irgendwie was überlegen, was wir machen. Den Datenkubus lesen wir. Munition nehmen wir mit, theoretisch. Kampfmesser nehmen wir mal mit. So. Jetzt speichern wir mal und schauen mal. Wie war das jetzt, Art? Zum Gefangenentrakt ist 4089. Und die Zellen sind 4679. So. Und vielen Dank an unseren Unbekannten, der uns da rausgeholfen hat, diesen Typ namens Dedelic. Oh. Was ging? Sojanahrung. Ja, okay. Nehmen wir mit. Komm, hübsch, schon vorbei. Hier hinten scheint es keine Überwachung zu geben. Und zack. Sehr schön. Ja, das Üble ist ja, unser ganzes Zeug, auch unsere zwei Waffen, die wir ja
richtig schön aufgewertet haben, sind alle weg. Das ist echt blöd. So, jetzt schauen wir nochmal. Hier gab's nichts mehr. Okay, da kamen wir raus. Ja, fragt sich nur, wer unser unbekannter Freund gewesen ist. Da liegt eine Leiche. Okay. Mit Dietrich und einer PS20. Auch nicht schlecht. Und ein Medikit. Ein Medibot. Verdammt. Da fällt mir gerade ein, wenn wir nicht mehr an unsere Ausrüstung rankommen, da hätte ich vielleicht vorher noch dieses Upgrade, das wir noch hatten, ausrüsten sollen. Das ist ja dann auch weg. Schauen wir mal, ob wir nochmal drankommen. Wenn nicht, muss ich das nochmal neu machen und mal tatsächlich schauen. Dass ich nochmal an dieses, dass ich eine unserer Fähigkeiten, also eine unserer EMPs hier, aufrüst. Weil das wäre ja wirklich schwachsinnig. Wenn es wegfallen würde. Oder ist hier zufällig unser Zeug drin? Nee, aber ein Elektroschocker. Ist da vielleicht unser Zeug drin? Nur ein Dings. Munition, die wir nicht brauchen. Brauchen wir auch nicht. Und das hier. Irgendwas Interessantes drin? Ah! Ja, ein Multitool. Da hinten ist da was. Nee. Transmitting the floor plan. All of your equipment has been stored in the armory to the south. The body of Paul Denton is in the laboratory to the north. Proceed to Paul Denton and retrieve the data vault from his body. Tracer Tong will require this data to defeat the kill switch. Okay, danke schön. Danke unser guter Freund hier. 250 Erfahrungspunkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hatten wir eigentlich schon die unsere Fähigkeiten erhöht? Nee, hatten wir schon. Also, greifen Sie auf den Datenkern Ihres toten Bruders zu. Tracer Tong benötigt die Daten, um den Killswitch zu deaktivieren. Fliehen Sie aus dem Majestic 12 Gebäude und finden Sie Ihre Ausrüstung, die die UNATCO sichergestellt hat. Okay, das hat ja dieser geheimnisvoll. Ach, guck mal. Auch nicht schlecht. Die ganzen Gespräche hier sind jetzt auch endlich mal gelöscht worden. Wobei, war das von Mission zu Mission auch unterschiedlich, dass sie da immer gelöscht werden? Ich weiß es nicht mehr. Im Süden. Waffenkammer im Süden. Das ist Norden, da muss es irgendwo. Ah! Wir können auch hier in. Ach nee. Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Oh, beziehungsweise, warte mal. Den da haben wir ja auch noch gar nicht befreit. Da waren wir auch noch nicht drin. Habe ich wirklich so spät gespeichert? So, das kommt alles mit. Ja, da, wie gesagt, waren wir auch noch nicht drin. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Vergesst wieder die Hälfte. Unglaublich. Hallo? You're the spy they caught, right? I never worked for the NSF, but my brother did. I think he was captured too. I heard a guard say that you're the only one who lived. Are you sure? I don't know what to say. It can't be. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a med kit too. You want the med kit? Yeah, I'll take the med kit. What do you say? I think we can make it. I'd rather that you wait here. Let me know when the coast is clear. Alles klar. Machen wir. Ich glaube, im Moment ist es nicht ganz so taktisch von Vorteil. Da war nichts
drin und da war dieses... ja, okay, machen wir mal. Ich weiß nicht, was wir im Moment hier mehr brauchen. Ob wir Dietriche mehr brauchen oder mehr von den Multitools. Ich habe keine Ahnung. Wir kommen wieder, sobald wir... Sobald die Luft rein ist. Transmitting the floor plan. All of your equipment has been stored in the armory to the south. The body of Paul Denton is in the laboratory to the north. Proceed to Paul Denton and retrieve the data vault from his body. Tracer Tong will require this data to defeat the kill switch. Ja, und da fällt mir auch noch was ein. Ich habe das Bild noch gar nicht angeschaut. Oh, das ist so richtig groß hier. Wo sind wir? Armory, Nanotech Lab. Checkpoint. Lower Level, Main Level. Da müssen wir sein, hier müssen wir sein. Das heißt, wir können entweder hier lang gehen, dann kommen wir in den Command Center rein. Dann geht's hier wahrscheinlich raus, je nachdem. Da kommen wir dann hin zu dem Medical Lab, Containment Chamber und zum Nanotech Laboratorium. Und hier kommen wir, keine Ahnung, ob wir dann hierher kommen, zum Robot Main Trance und zur Armory hier. Ja, okay. Im Süden hieß es. In der Armory vielleicht? Ja, es müsste in der Armory dann wahrscheinlich sein. Die Frage ist... Oh, große Roboter hier, Kampfroboter. Okay. Vielleicht sollte man da doch mal lieber im Untergrund doch gehen, so wie ich es eigentlich ursprünglich gedacht habe. Schauen wir mal, ob das was bringt. Wegen den Wachen mache ich mir eigentlich keine so großen Sorgen. Aber... Okay. Vorne liegt was. Vielleicht kommen wir da aber auch gar nicht zur Armory rein. Ja, das ist nur ein Tierkadaver, okay. Also, wir sind jetzt halt hier unter diesem Nanotech-Labor runtergekommen. In die Waffenkammer scheint es da gar nicht reinzugehen. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich aufpassen. Oh, einer von euch. Sounds like a target site mismatch. The sequence came straight out of Versailles software. Ja, toll. You can check the endonuclear. Vielleicht sollte man in dem Fall. Sounds like a target site mismatch. The sequence came straight out of Versailles software. Did you double check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. Ja, so viel dazu. Eigentlich wollte ich jetzt die Leiche, den Bewusstlosen. Eigentlich wollte ich den Bewusstlosen noch einfach verstecken. Sounds like a target site mismatch. The sequence came straight out of Versailles software. Did you double check the endonuclease? Hallo? I've seen the tethering fail completely. Toll. Dreimal draufgehauen und trotzdem und man wird trotzdem ja. Ganz so einfach anscheinend. Sounds like a target site mismatch. The sequence came straight out of Versailles software. Did you double check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. Was? Wo? Ach, da drüben. Ugh.
Sounds like a target-site mismatch. The sequence came straight out of VersaLive software. Did you double-check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. The damn program should just work. Cytoplasm isn't exactly a eutectic environment. Certain operations just fail. How are we supposed to reconfigure an entire immune system if we're constantly reinventing basic recombination technology? Okay, das scheint hier ganz gut geklappt zu haben. Diesmal. Ob die Wissenschaftler weiterhin speichert. Lass uns mal ganz kurz schauen. If a few endonuclease molecules are the worst of all, I'm in the middle of something. Keep us out of this. Ja, okay. Alles klar. Also, passiert nichts. Passt. Passt. Sehr gut. Dann würde ich auch hier mal Schluss machen und in der nächsten Folge können wir uns hier weiter umschauen. Nanoteil, Nanolab. Zwei Ebenen anscheinend. Obere Ebene, untere Ebene. Und da geht's auch noch zum Medical Lab. Da müssen wir wahrscheinlich reingehen. Außerdem müssen wir noch zur Armory gehen. Die Robot-Mantrance. Ah ja, genau. Wenn wir von hierher kommen, kommen wir hierher. Auf das Lower Level, genau. Was ist denn das hier? Gibt's dann Lower Level, Main Level und Upper Level anscheinend? Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber ich denke, in die Armory, da müsste unser Zeug sein. Also da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Da wird unser Zeug sein. Mal schauen, wie wir das hinkriegen, gerade wegen diesen Wachrobotern da. Aber lass uns doch erstmal ins Nanotech Club uns umschauen. Da habe ich einen netten Container gesehen. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ansonsten, ja, schauen wir einfach mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.